Hallo zusammen, meine Boy News Coolbox aus Dezember ist da und ich dachte mir, ich probiere es mal wieder mit einem Video. Die Kinder sind gerade mit einer Banane abgefüttert. Es schweigt gerade, ich höre kein Geschrei. Das kann sich zwar jede Sekunde ändern, aber wir werden sehen. Sie zahnen momentan mal wieder, kriegen die letzten Backenzähne und dementsprechend ist die Stimmung. Jeder, der Kinder hat, weiß, was das heißt. Ja, was haben wir in der Coolbox? Um die soll es jetzt hier gehen und nicht um zahnende Kinder, die sich gegenseitig auch mal beißen, sondern um Bonduelle-Feldsalatblätter. Ja, ohne Wurzeln. Ach, wie nett. Ja, sind noch haltbar, 3 Tage. Sehr gut, das heißt, ich kann heute Abend oder spätestens morgen Mittag mir einen Salat machen. Mach ich. Jo, was haben wir noch? Mal gucken. Prall gefüllt. Wie sieht das hier aus? Prall gefüllt. Jo, was haben wir hier? Sieht giftig grün aus. Go Green. Smoothie. Apfel, Ananas, Spinat, Brokkoli und Grünkohl. Klingt zum Teil erstmal sehr lecker. Ich weiß, dass so ein Smoothie auch mit Grünzeug zusammen sehr lecker ist. Ich habe mir sogar schon selber mal welchen gemacht. Rezept gibt es, glaube ich, auch sogar auf meinem Blog. Also daher, sowas weiß ich, schmeckt. Daher freue ich mich. Heißes Töpfchen. Käsetöpfchen. Paprika Chili, das erfreut mich jetzt weniger. Ich bin nicht so der Chili-Fan. Was haben wir hier? Hoffentlich kein Chili. Mild, das ist schon eher meins. Milder Käse ist dann für sowas jedenfalls eher meins. Was haben wir hier? Grießpudding mit Aprikose. Kriegen die Kinder. Ich mag es auch, aber ich kriege hier irgendwie nichts mehr ab. Creme Brûlée, das ist wahrscheinlich dann eher was für mich. So, was haben wir hier? Tapas. Ach, wieder scharf. Ich bin kein Schafesser. Mal gucken, wen ich damit beglücke. Fällt mir bestimmt jemand ein. So, was haben wir hier? Dinkel-Pizzateig. Oh, sehr geil. Gestern sind bei mir nämlich die Pizzaformen gekommen. Diese runden Plättchen zum Ausprobieren. Dann kann ich die gleich mit so einem Pizzateig eventuell kombinieren. Wobei, das ist eher für ein Backblech. Naja, werde ich mir schon was einfallen lassen für die Kinder. Die können da mitessen. Die mögen Pizza. Ja, was bin ich für eine schlimme Mama? Es gibt Pizza. Hey, das ist Dinkelteig. Das gilt jetzt wieder als gesund. Jetzt bin ich wieder eine gute Mama, gell? So, Rahmkäse, Mehlrahm. Ja, das ist immer lecker. Das passt. Ob ich das esse, die Kinder, mal gucken, wahrscheinlich alle. Sahne zum Kochen. Kann man auch immer gebrauchen. Sahne habe ich irgendwie immer im Haus. Kann ich auch immer gebrauchen. Kommt ja auch überall mal ran. Ja, man kann auch Joghurt nehmen, ist besser für die Figur, aber seien wir ehrlich, schmeckt auch dementsprechend. Maultaschen. Traditionell schwäbisch. Habe ich ja ewig nicht gegessen, Maultaschen. Jo, ne? Da lasse ich mir was einfallen. Was haben wir hier? Riesenbecher. Vollkorn, purer Genuss. Ja, cool. Kann man gebrauchen. So ein Vollkornjoghurt. Der geht hier auch immer weg. Oh, das ist was für meine Jungs. Käse zum Strippenziehen. Ich glaube, das werde ich ihnen gleich mal anbieten. Passt super zur Banane, die sie gerade hatten. Macht aber bestimmt Spaß. Mal gucken, ob sie es essen. Heute Abend zum Abendbrot. Das reicht. Mascarpone-Joghurt mit Sauerkirsch. Bin jetzt nicht so der Sauerkirsch-Fan. Aber mal gucken. Vielleicht essen es auch die Kinder. Alles, was ich nicht mag, kann ich an die Kinder füttern. Immer super. Mascarpone-Joghurt. Pfirsich. Pfirsich-Aprikose. Pfirsich-Aprikose, das ist meins. Das mag ich. Ich weiß aber, das mögen die Kinder auch und ich werde wahrscheinlich nur den Rest aus dem Becher auskratzen dürfen. Ihr merkt schon, mein Leben hat sich geändert. Ich darf kaum noch was essen. Leider macht man das nicht an der Figur bemerkbar sich irgendwie. Nein, meine Kinder futtern mir die Haare vom Kopf. Die fressen momentan echt wie die Scheunendrescher. Habe ich nicht gesagt, es geht um die Box und nicht um meine Kinder? Tja, man kann das halt nicht immer so trennen, ne? Nun denn, also, wir haben Joghurt, wir haben noch mehr Joghurt, wir haben Grießpudding, wir haben Käse, Maultaschen, noch mehr Käse, noch mehr Käse, wir haben Sahne, wir haben einen Smoothie und wir haben Feldsalat. Ja, das nenne ich eine sehr milchgehaltig-lastige Box. Ach, ich habe noch vergessen, wir haben den Pizzadinkelteig und wir haben natürlich auch noch Wurst. Ist auch was für echte Männer dabei. So, mal ganz klischeehaft gesagt. So, jetzt habe ich aber die ganze Box, glaube ich, zwar nicht im Bild, aber zumindest in der Kiste. Mal gucken, wie ich das jetzt in den Kühlschrank kriege. Scheibenkleister, wir waren gestern einkaufen. Ich muss dann mal Tetris spielen. Ja, die Box hat mir gefallen. Ich liebe ja die Coolbox. Es sind meine Lieblingsboxen von Brand News, weil es sind immer Dinge drin, die entweder ich, die Kinder oder
meine Mutter. Ehrlich gesagt, aufessen. Da bleibt nie was zurück. Lagert sich auch nie ewig was im Schrank, weil so lange ist nicht haltbar. Es sind immer interessante Produkte drin. Viel, was ich jetzt hier gar nicht kenne. Kenne ich irgendwas davon überhaupt? Ja, die Sahne. Feldsalat kennt man auch, aber habe ich jetzt von Bonduelle noch nicht gehabt. Die anderen Sachen habe ich alles noch nicht probiert. Ich glaube, den Milchrahmkäse hatte ich einmal hier, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ansonsten noch nie was davon da gehabt, also daher praktisch. Schön für Sachen kennenlernen, schön für Neues ausprobieren. Und ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal Maultaschen habe. Allein das ist es schon wert gewesen. Eine schöne Anregung, mal wieder Maultaschen zu essen. Und dementsprechend schöne Box. Ihr habt mich mal wieder gehört, nicht gesehen. Ja, meine Hand, gut, ein Teil von mir. Wir steigern uns. Im Vergleich zu der langen Zeit, wo ihr mich gar nicht gesehen und gehört habt, haben wir uns gesteigert mit der Stimme und einer Hand. Und die sagt jetzt Tschüss, bis zum hoffentlich baldigen nächsten Video.